Charlie Harper lebt. Im letzten Video habe ich euch den Serientod des Helden Charlie Harper verkündet. Das Haus unter dem Projektnamen Charlie Harper, der Immobiliendeal war geplatzt. Der Verkäufer bat uns, das Ganze zu terminieren, was wir auch gemacht haben. Wir sind auseinandergegangen und er kam zurück. Also, Charlie Harper lebt. Warum, wieso, weshalb? Das schauen wir uns jetzt an. Let's get into it! The Lucas Show Episode 13. In den letzten Episoden ging es um ein Projekthaus. Charlie Harper war der Codename dafür, weil es in der Harper Avenue steht und damit jeder gleich Bescheid weiß. Charlie Harper. Charlie Harper, der Serienheld, ist auch letzte Woche sozusagen für uns gestorben. Der Deal war geplatzt. Hier seht ihr nochmal das Haus. Codename Charlie Harper, weil es in der Harper Avenue steht. Drei Apartments sind da aktuell drin. Jedes Apartment sind zwei Bedrooms, ein Bad. Und das ganze Haus hat 3300 Square Feet rund, Baujahr 1923, das heißt Old House Problems, Ölheizung, und in der Inspektion, also in dem Gutachten, in dem Hausgutachten, haben wir noch folgende Probleme gefunden, und zwar hat das einen feuchten Keller, das heißt, da fehlt eine Drainage ringsrum in der Peripherie von diesem Keller, und das zweite große Problem ist die Elektrik, denn die scheint original 1923 zu sein und die müsste eventuell auf einmal oder Stück für Stück, das sehen wir noch, raus und ausgetauscht werden. Diese gefundenen Themen vom Inspektor habe ich dem Verkäufer wieder hingelegt und ja, der Verkäufer war mit der Zahl, die ich dazu geschrieben habe, nicht zufrieden. Das heißt, wir haben unser Angebot, was wir anfangs gemacht haben, revidiert und haben die neuen Sachen einfach mit eingepreist, weil diese Kosten muss irgendjemand tragen. Entweder er trägt sie oder wir tragen sie. Und das wollten wir nicht tun, deswegen haben wir es eingepreist. Kurzum, der Deal war geplatzt. Der Verkäufer hat gesagt, er hat einen Backup-Käufer, der das Ganze nimmt. Dann haben wir die Termination of Sale unterschrieben. Dazu habe ich schon im vorhergehenden Video was dazu gesagt. Tja, wir haben es unterschrieben, sind beide unsere Wege und ich kriege den Papierscheck zurück, den ich als Anzahlung dagelassen habe. Das heißt, wir hatten zwei Anzahlungen vereinbart und die erste Anzahlung bekomme ich wieder. Gut, das war am Mittwoch, dem 17. November, letzte Woche. Und am Donnerstagabend schreibt mir meine Maklerin, dass sich der Verkäufer gemeldet hat, dass der potente Backup-Käufer, der das gerne übernommen hätte und zum jeden Preis auch gekauft hätte, dieses Objekt, ja, der ist leider spontan arbeitslos geworden und der kann das Haus jetzt nicht kaufen. Deswegen fragt der Käufer an, ob wir immer noch interessiert seien und ob wir uns da preislich irgendwo in der Mitte finden könnten. Der Verkäufer hat wohl darauf gepokert, dass wir nicht aufstehen und gehen. Also wir haben einfach gesagt, wir nehmen die Chips auf dem Tisch, stehen auf vom Spiel und gehen, weil wir hatten zwar Kosten bisher, aber warum sollen wir dem Geld jetzt noch mehr Geld hinterherwerfen und einen Deal machen, der sich für uns nicht trägt? Also wir preisen die Sachen ein und der Verkäufer wollte sie nicht einpreisen, also haben wir gesagt, passt nicht, lassen wir sein, gehen wir auseinander. Schauen wir uns die Timeline an. Wo stehen wir gerade und wie geht's weiter? Hier seht ihr nochmal den gesamten Prozess dargestellt, wie er ablaufen sollte. Also wir sind in der KW 45, haben das Angebot gemacht. Das wurde dann direkt am selben Tag abgegeben schriftlich, wurde am Tag darauf angenommen. Dann haben wir eine Cash-Anzahlung gemacht mit einem Certified Bank Check. Das heißt, man geht zur Bank, die Bank stellt einem einen Check aus, bucht das Geld direkt vom Konto. Und mit diesem Check bin ich dann zur gegnerischen Maklerin und habe das da abgegeben. Die Inspektion haben wir dann auch abgeschlossen und am selben Tag noch das Gutachten bekommen. Und aufgrund dieses Gutachtens haben wir am 14.11. unser Angebot korrigiert. Nochmal kurz zusammengefasst. Alte Verkabelung von 1923 und Wasser im Keller, beziehungsweise im feuchter Keller, wo eine Drainage notwendig wäre. Da gab es dann die nächsten drei Tage immer hin und her mit dem Verkäufer und der war dann am Ende ein bisschen unmotiviert und hat gesagt, er bittet um die Terminierung unseres Angebotes, also dass wir sagen, okay, wir treten zurück. Er würde das auch sofort unterschreiben, denn er hat einen Backup-Käufer. Und dieser Backup-Käufer würde da zu seinen Vorstellungen, zu seinen Preisvorstellungen sein Haus direkt abnehmen. Und das wäre der beste Deal für ihn. Und dann haben wir gesagt, okay, wir hatten zwar jetzt schon Kosten, nämlich den Gutachter, wir hatten die Bank, die schon losgelegt hat, die Bewertung durchzuführen. Und wir hatten die Title Company, die auch schon Kosten verursacht hat. Aber ich glaube, er hat darauf spekuliert, dass wir sagen, okay, wir hatten jetzt schon so viele Kosten, wir gehen weiter. Aber in dem Fall haben wir gesagt, okay, wir steigen aus, wir terminieren unseren Angebotsvertrag. Unseren Kaufvertrag. Den haben wir terminiert
Und ja, dann haben die gesagt, sie schicken uns den Scheck zurück. Also diesen ersten Anzahlungscheck hier, den kriegt man dann zurück, weil wir gesagt haben, okay, alle Kosten, die bis dahin entstehen, gehen auf uns als Käufer, als Interessenten. Und unsere Anzahlung kriegen wir aber im vollen Umfang zurück. Und dann ist der Vertrag terminiert und jeder geht seiner Wege. Das ging aber dann weiter, wie wir jetzt sehen können. Und zwar wurde die Termination von diesem Sales Agreement wurde gecancelt. Also wir haben sie zurückgenommen, beidseitig, haben einen neuen Kaufvertrag, einen neuen Angebotsvertrag unterschrieben, beziehungsweise haben eigentlich nur unseren Kaufpreis angepasst, natürlich da, wo wir ihn haben wollten, und haben gesagt, wir sind immer noch überzeugt, dass das was wird und wir meinen es ernst. Und das haben wir dann bestätigt mit einer zweiten Anzahlung. Diese zweite Anzahlung, also eine zweite Tranche, war auch schon im Ursprungsangebot mit eingeplant, nämlich 10 Tage nach dem Gutachten muss die zweite Tranche da sein, damit es immer Zug um Zug geht und damit der Verkäufer sieht, wir sind immer noch dabei, wir meinen es ernst. Und er erfüllt seine Sachen, wir erfüllen unsere Sachen. Demnach sind wir immer noch auf der Zielgeraden Richtung 9.12. und versuchen dort das Settlement Date auch wahrzunehmen. Das heißt, dann findet auch der Eigentumsübergang statt. Die einzige Hürde bis dahin ist immer noch die Zusage der Bank. Also die Bank geht nochmal zu diesem Haus hin. Die hatten zwar angefangen, haben diesen Prozess dann abgebrochen und fangen jetzt nochmal an. Die gehen zum Haus, bewerten das Haus, schauen sich das genauso an wie der Gutachter, eben mit einem eigenen Gutachten. Das müssen Sie seit 2008 machen, wenn die Bank der Meinung ist, dass sich das mit, dass ihre Einschätzung sich mit unserer Einschätzung deckt, dann haben wir eine Finanzierungszusage, diesen sogenannten Letter, also diesen Commitment Letter, ein Mortgage Commitment, dass die Bank die Finanzierung trägt. Und dann fällt eigentlich nichts mehr zwischen diese Zusage und dem Settlement Date, weil dann sollte eigentlich alles auf der Zielgeraden sein. Und ja, dann haben wir da einen Eigentumsübergang. Ihr habt gesehen, was bisher vorgefallen ist, wie das Ganze abgelaufen ist und in welchem kurzen Zeitraum. Und die einzigen zwei Sachen, die jetzt aus meiner Sicht noch offen sind, ist die Bankbewertung von dem Haus und daran hängt auch die Finanzierung. Und das zweite ist eigentlich nur noch das Closing Anfang Dezember, wo dann gesagt wird, okay, das ist der Eigentumsübergang und ab dem Moment gehört das Haus uns. Ihr habt bis zum Schluss des Videos durchgehalten. Vielen Dank. Wie das mit Charlie Harper weitergeht und was dann die nächsten Schritte in diesem Projekt sind, ich halte euch hier auf dem Laufenden. Abonniert den Kanal und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin.